Herzlich willkommen zum Doppelfinale der Bowling-Weltmeisterschaften in Europas größtem Bowling-Center, dem Dream Bowl Palace in Unterföhring bei München. Es stehen sich gegenüber die Malaysier links im Bild und die Schweden. Mein Name ist Herbert Bickel, ich bin der Editor von bowlingdigital.com und wir steigen ein im sechsten Frame. Mark Martin Paulsen mit einem Strike im sechsten Frame. Martin trägt sein Team im Moment. Er hat mit drei Strikes angefangen, hatte dann einen offenen und hat jetzt durch den Strike im sechsten ein Doppel. Matthias Arup hier im Bild, der eigentlich ein super Spiel im Halbfinale hatte, hat Schwierigkeiten jetzt hier auf den Finalbahnen und das war sein allererster Strike in diesem Spiel. Mohamed Nur Aiman, der junge Malaysier, spielt exakt das gleiche wie Martin Paulsen. Drei Strikes, ein offener und ein Doppel. Und hier sein Partner Alex Liu. Voll auf die 1, 2 und 4 bleiben stehen. Aber Liu macht im Moment den Unterschied aus, denn er ist besser als Matthias Arup und dadurch führen die Malaysier mit 20, 30 Pins. Martin Paulsen jetzt mit seiner ersten Chance auf einen Spare. Nach fünf Strikes in einem offenen. Liu bringt die beiden mit. Nun hat sein Partner Mohamed Nur Aiman die Chance, den Vorsprung zu vergrößern. Ein Spare für Paulsen. Aber das bringt die Schweden nicht weiter ran. Wenn Nur streikt, dann wären die Malaysier weiter vorne gewesen. Es gelingt ihm nicht. Er spielt also wirklich exakt das gleiche wie Martin Paulsen. Und jetzt liegt es an Matthias Arup, hier ein bisschen aufzuholen. Arup hatte ein 2,56er-Spiel beim Sieg der Schweden im Halbfinale über die Titelverteidiger Patrick Allen und Rhino Page aus den Vereinigten Staaten. Und wenn es so weitergeht, dann bleibt die Führung der Malaysier bestehen. Bringt den Zehner mit, sicher. Matthias Arup, der auch hier schon in deutschen Ligen gespielt hat. Die beiden Schweden, während Alex Liu hier einen weiteren Strike wirft. Die beiden Schweden versuchen, an eine große Tradition der Schweden anzuknüpfen. Die haben bei den letzten fünf Weltmeisterschaften viermal Gold und einmal Silber geholt. Das wäre also die fünfte Goldmedaille in sechs Versuchen eines schwedischen Doppels. Und eigentlich sind die beiden die am schwächsten eingeschätzten von den sechs Schweden, also von den drei Doppeln, die die Schweden hier nach Unterföhring gebracht haben. Schweres Bild jetzt für Mohamed Nur Aiman. Lässt sich dort 2, 4, 7 und 8 stehen. Und nicht viel besser das, was Matthias Arup macht. Mohamed sogar noch das Glück gehabt, dass hinten der Achter noch mitgefallen ist. Und räumt. Während Matthias Arup nun wirklich einen nicht einfachen Spare werfen muss. 3, 6, 9, 10. Und ihm gelingt das. Die Schweden beide Rechtshänder, die Malaysier beides Linkshänder, genau wie die beiden Amerikaner, die die Schweden vorher ausgeschaltet haben. Kein weiterer Streik für Paulsen. Also immer noch die Malaysier vorne, die im Halbfinale Bodo Konietzny und Jens Nickel aus Deutschland besiegt haben. Damit teilen sich die Amerikaner und die Deutschen die Bronzemedaille, während die Malaysier hier auf dem besten Weg sind, die Goldmedaille zu gewinnen. Einen Fehler können sich die Schweden jetzt auf keinen Fall mehr erlauben. Und nun Matthias Arup, ganz wichtiger Ball. Oh, und ein glückliches Break. Man sieht es, wie er sich freut. Eigentlich schlecht gespielt. Und dennoch, im letzten Moment fällt dann noch der Neuner mit. Ein Strike für Matthias Arup im neunten Frame. Das ist natürlich
super für die Schweden, denn so bleibt ihm die Chance, mit weiteren Strikes im 10. zumindest den Vorsprung zu verkürzen. Mohamed Nuaiman gelingt kein Strike. Aber er bringt ihn sicher mit, der junge Malaysier, der erst seit ein, zwei Jahren in der malaysischen Nationalmannschaft spielt. Alles Profis, die nichts anderes tun brauchen als Bowling spielen. Achter Anwurf für Alex Liu, sichtlich unzufrieden. Und nun hat Paulsen die Chance, weiter zu verkürzen. Und er streikt damit die Chance, mit zwei weiteren Strikes oder zumindest mit einem Strike im nächsten Frame den Vorsprung um 10 Pins zu verkürzen. Er kann 214 spielen, Paulsen, während nur noch 189 für den Malaysier drin sind. Aber Aro hängt immer noch weit zurück. Und da ist das Doppel für Paulsen. Sehen Sie sich das an. Riesenjubel bei Arup und dem Coach Thomas Leandersen, selbst einer der besten Amateure in der Welt, in seiner Karriere alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt. Europameisterschaften, Weltmeisterschaften, World Games, was es gibt. Letzter Ball für Paulsen. Auf den Kopf, und das könnte noch mal teuer werden. Die Schweden brauchen jeden Pin, den sie kriegen können. Das sind nur 7, 221. Zu 187 von Alex Liu. Und nun der junge Malaysier mit einem katastrophalen Wurf. 4, 6, 7, 10. Was Schlimmeres hätte dem jungen Malaysier nicht passieren können. Und Matthias Arup hat einen Strike im 9. und wirft jetzt einen guten Ball. Und das wird den Schweden reichen. Durch den Split von Nuaiman. Und der Doppel von Matthias Arup dreht sich das Spiel im 10. Frame. Und die Schweden brauchen jetzt nur noch einige wenige Pins. Sehen Sie sich die Freude an. Thomas Leanders und Martin Paulsen und Matthias Arup gewinnen die Goldmedaille letztendlich mit 398 zu 379. Der 5. Titel für die Schweden bei den letzten 6 Weltmeisterschaften. Ein unglaubliches Ergebnis. Und nun sehen wir auch mal die Bronzemedaillisten. Das sind die Titelverteidiger gewesen. Links Patrick Allen, rechts Rhino Page. Die beiden Profis von der Professional Bowlers Association, der PBA, nehmen die Bronzemedaille dieses Mal in Empfang. Rhino Page hat bereits 3 Goldmedaillen bei den vergangenen Weltmeisterschaften gewonnen. Patrick Allen 2. Und da sind die Deutschen, die Lokalmatadoren hier, die es im Halbfinale nicht geschafft haben gegen Malaysia. Dennoch links Bodo Konietzny nimmt die Gratulation von Roland Mück, dem Präsidenten der Deutschen Bowling Union, entgegen. Jens Nickel, wie immer emotional dabei, hat schon viele Medaillen bei Europameisterschaften und Weltmeisterschaften gewonnen. Zuletzt Silber in All Events 2003 in Malaysia und Bronze zusammen mit Achim Grabowski, dem Duisburger. Und Silber gibt es für Mohamed Nuaiman und Alex Liu aus Malaysia. Die erste Medaille für die Malaysier bei diesen Weltmeisterschaften. Die Doppelkonkurrenz, ja der zweite Wettbewerb. Bill O'Neill, der Amerikaner, hat die Goldmedaille im Einzel gewonnen. Es folgen nun noch Trios und die Fünfermannschaft. Dann gibt es noch Gold, Silber und Bronze im All-Events. Und der letzte Wettbewerb ist das Masters-Finale am kommenden Samstag. Und da sind die frisch gebackenen Weltmeister im Doppel. Matthias Arup und Martin Paulsen gewinnen das 5. Gold für Schweden in den letzten 6 Anläufen bei Weltmeisterschaften. Das war's hier aus dem Dream Bowl Palace mit dem Doppelwettbewerb. Für mehr Informationen über die Weltmeisterschaften besuchen Sie unsere Website bowlingdigital.com.